Was ist die SEPA-Lastschrift? Fragezeichen. Was ist die SEPA-Lastschrift? Zunächst mal ganz allgemeine Frage. Wir sind noch nicht bei den Ausgestaltungsformen und wie das technisch geht und so weiter und den Unterschieden, sondern die SEPA-Lastschrift ist das Last Schriftverfahren im Euroraum. Ja, so kann man sagen. Und wir brauchen dafür das, was wir in Verbindung mit SEPA kennen, nämlich die IBAN und die BIC. Ja, das ist das SEPA-Lastschriftverfahren. Da gibt es verschiedene Ausgestaltungsformen, da gibt es Firmenlastschrift und Basislastschrift. Das habe ich alles in anderen Videos erläutert. Aber hier ist zunächst mal nur diese allgemeine Frage gestellt und beantwortet. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.